Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Spider-Man Miles Morales. Wir machen jetzt hier weiter, wir müssen jetzt nach Hell's Kitchen reisen und dort haben wir die nächste Hauptmission Harlems Züge fahren nicht. Dort begeben wir uns jetzt als nächstes hin und ja, seit der letzten Folge haben wir einiges an neuen Open-World-Aktivitäten so freigeschaltet. Mal sehen, vielleicht machen wir da dann gleich noch eine. Jetzt machen wir aber erstmal zu der Hauptmission, würde ich sagen. Und schließen erstmal die Hauptmission hier ab, die hier aktuell läuft. Denn wir sind ja gerade eh noch ganz am Anfang hier. So. Und das muss ich echt sagen, dieses Rumschwingen. Ich liebe es. Das Rumschwingen ist wirklich sehr geil. So. Hui. Immer schön hier ein paar Rollen auch in der Luft machen. Dann schalten wir nämlich auch noch Erfahrungspunkte dadurch frei. Und Erfahrungspunkte haben ja letzten Endes noch nie geschadet. Ja? Die haben wirklich noch nie geschadet. Erfahrungspunkte sind nie verkehrt. Und vor allem auch das Rumschwingen. Das ist wirklich super. Einfach ein schönes Gefühl, sich durch die Stadt so zu bewegen. Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Ja, und hier ist diese Underground-Truppe schon wieder. Das braucht seine Zeit, Mann. So. Was Netzschießer, war das zack. denn? Und jetzt Takedown. Bop, blop. Schlaf mal gut. So, und jetzt bist du dran. Schlaf gut. Ich So. anschaue mich nicht an. Ich könnte Pete's Scannen. Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Und komm her. So, nächste kann gerne kommen. Zack. Sehr schön. Und noch einer. Hilfe. So, jetzt sind wir aufgeflogen. Ist aber auch nicht weitaus schlimm, wie ich finde. Allzu viele Gegner sind hier eigentlich gar nicht mehr übrig. So. Zack. Hochschauen! Er ist in der Luft! Hier! Ich hab ne Theorie! Bam. Wir wollen U-Form abgreifen! Hab ich recht? Ich hoffe, das tut euch gut. Ja. Doch, ich halte euch auf. Tut mir leid, aber das ist halt so. Ich halte euch auf. Fuß in dein Gesicht. Na, ich hoffe, meine Schuhe riechen gut und fühlen sich auch gut an in deinem kleinen Gesicht. Hoffe ich für dich zumindest. Einmal hier hoch. Der ist weg. Sehr gut. Nein, ich hänge fest. Hilfe. So war das nicht geplant. No. Wow. Jawohl. Immer schön ausweichen hier. Halt um. Du hartnäckiger Typ. Einmal heilen, würde ich sagen. So. So gehört sich das. So, nicht anders. Das waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Alles klar, dann gehen wir jetzt ins Büro. Moment. Haben wir auch. So. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Ja. Nette Kleidung hat er an. Mann, das Terminal ist hinüber. Ja, danach sieht's aus. Ich glaube, hier ist nichts mehr so richtig zu reparieren. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut.
Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen. Ja, das sollte klappen. So, einmal ziehen. Gut, das sollte... Muss ihn so ausrichten, dass er in den Tunnel fährt. Das sollte eigentlich so passen. Moment mal. Ja, hier müsste, da wäre dann in den Tunnel. Einmal nochmal in diese Ansicht hier gehen. Wir müssten den noch irgendwie ein bisschen hier vorschieben. Aber wir können ja auch erstmal dort hoch. So. Zack. Nein, der Zug muss unten bleiben. Der Zug muss unten bleiben, alles klar. Onkel Erwin will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Ich sollte ihm entgegen kommen. Das Miles. Dad hat nie gesagt, was damals vorgefallen ist. Muss schlimm gewesen sein. Der Underground verfolgt Newform Lieferungen und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Newform die Stadt erreicht? Oder was? Moment, jetzt gucken wir mal kurz hier weiter. Dann steht er richtig. Platte drehen, alles klar. Muss aber das nicht eigentlich erstmal hier zuerst ran? Der hier erstmal dort ran, würde ich eigentlich denken, wenn ich das so sehe. Aber nun gut. So, einmal hier ran. Das klappt. Fast geschafft. Und jetzt die beiden noch irgendwie verbinden miteinander, denke ich. Auch wenn ich eigentlich dachte, es muss dort so sein. Ach nein, Moment. Einmal hier hinter. Jetzt sehe ich doch, wo wir hier lang ziehen müssen. So. Zack. Komm her, mein Guter. So, einmal weg hier. Jawohl. Gut, einer noch. Und jetzt nur noch den anderen hierher ziehen. So, jetzt bist du dran. Komm mit. Dieser Zug blockiert den anderen. Der eine Zug blockiert den anderen. Wir können den nicht zufällig noch weiter hier rein. Du verlässt den Missionsbereich. Okay, nein, das möchte ich nicht tun. Dann gehen wir nochmal kurz hier lang. Einmal hier rüber. Wir könnten den auf jeden Fall erstmal nochmal nach hinten ziehen. Ich würde sagen, das tun wir auch erstmal. Einmal das Ganze hier scannen. Wie den ersten. Ah, Moment. Okay. Ich weiß, wie es jetzt hier funktioniert. So, das einmal hier drehen. Ja, erstmal einmal fliegende Runde. Muss es auch sein. Das Ding werfen wir auch geplant. Das ist alles so geplant gewesen. So, du fährst jetzt einmal hier drauf. Genau so. Und jetzt wird das Ding hier auch nochmal gedreht. Und jetzt wird das miteinander verbunden. Jetzt noch Strom. Oder? Nein. So, und hier hinten kann man den Strom anmachen. Die Strom, ich komme. Auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Ah, das bedeutet, die Netze müssen wir miteinander verbinden. Sieh dir den Generator an. Leitfähiges Netz, so. Und das dort ran. Schön. Komm schon, es funktioniert. Von New York. Jawohl. Jawohl, und alles hat sich verbunden und fährt los. Hey, Mr. Sehr gut. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal.
Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool. Ich komme jetzt zurück. Alles klar. Dann gucken wir uns das Dankeschön mal an von ihm, würde ich sagen. Das Dankeschön ist hier vorne. Ich würde aber auch sagen, wir tun vielleicht unterwegs jetzt nochmal hier was anderes abklappern. Vielleicht das hier, Underground-Kiste. Ja, lass uns dort mal hinmachen. Noch davor. Ich würde mir die ganz gerne eigentlich holen wollen. Dann holen wir uns hier erstmal dieses eine Sammelobjekt. So, einmal hier hinter. Zack. Und wir sind gleich da. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Jawohl, wir haben die Teile. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die M steil. Du hast so viele Anfragen. Die, oh, die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Siehst dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. So, gucken mal kurz. Haben wir noch mal ein paar Teile in der Nähe? Ja, hier vorne. Ich würde sagen, die holen wir uns auch noch. Einfach noch ein paar Teile hier unterwegs holen. Kann nicht schaden auf jeden Fall. Weil dann können wir uns ja damit mit diesen Teilen verbessern. Oder eher gesagt den Anzug. So, hier muss die nächste Underground-Kiste sein. Ah, da vorne. Die ist anscheinend hier drin. So, das Ganze einmal auf. Und hier haben wir die Kiste. Jawohl. Wir haben sie. Schön die ganzen Kisten hier abklappern. Das braucht der Underground nicht. Mal sehen, vielleicht holen wir uns sogar jetzt nochmal eine hier unterwegs. Es macht eigentlich gerade Laune, die Kisten zu holen. Vor allem, weil wir dann damit halt auch was anfangen können. Von daher schadet das nicht. Man kann nie genug Underground-Kisten haben. Wie ich finde. So, die muss diesmal hier irgendwo sein. Wo denn? Vielleicht oben auf dem Haus? Wir gehen das mal kurz hoch. Underground-Kiste aufspüren. Wo bist du, meine kleine Underground-Kiste? Ich glaube wirklich ganz oben. Oder hier dahinter? Ja, hier dahinter. Da haben wir die Underground-Kiste. Komm her. So. Haben wir auch geschafft. Oh, hi. Hey, warum hängt ihr denn alle am Fist Tower rum? Hi, hi, hi. Nicht so schnell. Haltet ihn auf. Nein, ihr könnt mich nicht aufhalten. Nein, du machst mich auch nicht fertig. Versteh es doch und akzeptiere es. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ich glaube ja, oder? Aua, das tat weh. Deine blöden Handschuhe. Die nerven, weißt du das? Gib auf! Und bleib liegen. Gut, jetzt bleibst du liegen. Ja, drei solche Kisten haben wir jetzt schon geschafft hier. Hier vorne ist sogar noch mal einer.
Aber nun gut, ich würde sagen, das reicht dann, denke ich, jetzt auch an Kisten erstmal. Ja? Wir müssen ja jetzt nicht sofort hier diese ganzen Kisten sammeln. Eine nehmen wir jetzt vielleicht noch mit, falls sie jetzt einfach hier rumliegt. Gucken wir nochmal. Hier vorne ist die. Moment. So. Und komm her. Meine kleine Kiste. Gut. Ich habe da schon ein paar Ideen. Jetzt reicht das aber auch. Und jetzt gucken wir mal nach, wegen sowas wie einer Verbesserung. So, was haben wir denn hier? Visiermodifikationen, Anzugmodifikationen. Was haben wir denn überall hier so? Geräte. Okay. Gucken wir später mal. Ne? Wir machen jetzt die Mission weiter. Guten Tag, liebe Einwohner von New York. Ich bin Spidey. Darf ich hier ein bisschen spazieren gehen? Ja, danke. So, jetzt schwingen wir uns weiter. Jetzt schwingen wir uns zu unserem Onkel. Der uns ja was geben möchte. Und ich frage mich, ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Ob er langsam, ja, Verdacht schöpft, dass wir die Verwandten sind. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Ein Moment noch. Und nicht rausgehen. Wegen der Stimme, ja, könnte er ihn ja eventuell eigentlich erkennen. So, und der Underground, diese Gruppe ist schon wieder hier. Schnell verhindern, dass sie die Bomben zünden, würde ich sagen. Na, wo sind die? Da, feuern hier rum. Ich muss das beenden. Oh ja, wir müssen das beenden. Aber sowas von. Ich würde sagen, erstmal die mit den Schusswaffen ein bisschen ausschalten hier. Die finde ich nämlich mit am stärksten. So. Und her. Zack. Weg mit dir. Ich brauche dringend stärkere Attacken. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Stärke unserer Attacken. Ich hätte da ganz gerne ein bisschen mächtiger, oder? Wo es geht eigentlich. Nicht so lange ich hier bin. Aber wir müssen uns auf jeden Fall noch verstärken. Und verbessern. Nicht nur von den Attacken her, sondern aber auch vom Spielstil her. Denn ich bin noch nicht der Beste. Ja, ich glaube auch, dass es ein Riesenfehler von mir war. So. Komm, nein! Ich wollte doch was anderes machen. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Dann geht das da drüben hoch. Jetzt die Bombe. Ja, jetzt schnell die Bombe. Ich hoffe, Netze funktionieren. Aufwärmen! Sicher das Gebiet! Noch mehr! Ich mach schon. Na, großartig. Oh, wir haben nicht mehr viel Gesundheit. Ich glaube, das war's jetzt erstmal für mich. Ich glaube, wir müssen ja nochmal vom nächsten Checkpoint nochmal neu anfangen. Und irgendwie komme ich ja gerade nicht hoch. Spidey, komm! Nein, Spidey! Okay. Ich bin oben. Kurz hier nochmal welche vermöbeln. Dann auch schnell die Bombe wegschaffen. Okay, jetzt. So, weg damit. Zack. Noch ein. Hinter der Kreuzung da. Da ist schon wieder eine. Hier runter.
Wollen wir ganz schnell ausschalten. So. Zack, 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 zack. Auf den Boden mit ihm. Und die eine letzte hier nur noch. So, komm her. Zack, 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 zack. Gestern findet ihr aus, dass du von per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Wow, Alter. Alter, der hat mich ja richtig weggedonnert. Aber nur gut. Hinter der Kreuzung da. Ich habe eh nur noch einen Treffer ausgehalten. Das verwundert auch nicht. Eine noch. Das wird ja ausgenockt werden hier. So. Jetzt schnell dort drüben das Ding. Und jetzt haben wir es geschafft. Gestern findet ihr raus, dass du vom per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Buchform zu vernichten? Es zu stehlen? Jetzt nur noch alle Feinde hier loswerden. Aber ganz schnell hier. Zack. Ihr habt keine Chance gegen Spidey. Na? Der möchte auch noch eine Abreibung. Der hier. Der möchte auch noch eine. So. Und hier haben wir nochmal einen. Und Finisher. Du hast es geschafft. Die Züge fahren. Der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten. Jawohl, geschafft. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Vielleicht mal flicken. So. Anzugseite öffnen. Neue Modifikationen, alles klar. Angriffe nach perfekten Ausweichen verursachen 5 Sekunden mehr Schaden. Erzeugt eine geringe Menge an Gesundheit pro Treffer an Venom geschockten Gegnern. Nicht verkehrt. Ich würde auch sagen, wir nehmen erstmal reduziert den Schaden durch Nahkampfangriffe. So. Das hier holen wir uns auf jeden Fall auch noch, aber dafür brauchen wir erst noch ein paar Aktivitätsmarken. Was haben wir hier? Hier können wir uns leider nichts holen, schade. So. Und hier haben wir auch noch neue Outfits. Aber viele schalten wir erst mit höheren Stufen frei. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay. Und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Gut. Wir haben es geschafft. Yankee sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Jawohl, erhöhter Nahkampfschaden. Sehr schön. Und neue Nebenmissionen freigeschaltet. Auch nicht verkehrt. So, was haben wir hier?
Nebenmission Plünderer. Alles klar. Und Fertigkeiten. Hier können wir uns nochmal verbessern. Und ich würde sagen, das tun wir auch. So, einmal nehmen wir das. Und das war's auch schon an Verbesserungen hier wieder. Gut. Sehr gut. Okay, Leute. Hola, Mijo, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Harlem abgeht. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da. Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. Sehr gut. Das wäre so weit geschafft hier erstmal. Jetzt gucken wir mal ganz kurz was. Einmal kurz hier reinzoomen. Was haben wir hier? Das ist die Mission, die Nebenmission. Hier sind diese Trainingsdinger. Und dort wäre noch eine Kiste. Ich würde sagen, wir holen uns mal noch diese Kiste dort drüben. Die will ich ganz gerne jetzt mal noch holen. Aua. Ja, bist du auf die Nase, bin ich jetzt geflogen. Ich hoffe, ich kenne mich ja auch bald gut aus. Miles, treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Ja, wir sollten uns wirklich lieber beeilen. So. Hier hinten ist das Ganze. Wiedersehen, Hauptmission. Ich denke, wir machen aber eher erstmal die Nebenmission dort. Wofür wir dann Aktivitätsmarken kriegen. Aber nun gut, machen wir eh nicht mehr in dieser Folge. Wenn, dann erst in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne einen Kommentar und tschüssi.